Ich muss sagen, dass ich mich wirklich sehr geehrt fühle, hier am Lindenthal-Institut heute vorzutragen. Denn über die Grundlage staatlicher Autorität war immer einer meiner Lieblingsaufsätze von Enskem. Und um diesen Aufsatz soll es in meiner Präsentation jetzt auch gehen, unter anderem. Und zwar versuche ich die Frage zu beantworten: Was ist Enskems Position zu Grundrechten? Also Dingen wie dem Recht auf Leben, Recht auf freie Religionsausübung und so weiter. Und zwar soll es dabei nicht so sehr um die Frage gehen, welche Grundrechte gibt es denn nach Enskem, sondern um die Frage, was ist Ihre metaphysische Theorie davon? Sind es Naturrechte? Ist es irgendwie sozial konstruiert? Wie begründet sich das letztendlich? Und ich glaube, dass Enskems Theorie zu Rechten im Groben so aussieht, folgende zwei Thesen. Sie orientiert sich da an Wittgenstein und sagt, ein Recht besteht in einem Bündel von Zügen, die innerhalb einer sozialen Praxis möglich oder unmöglich sind, also innerhalb eines Spiels im wittgensteinschen Sinne. Ein Beispiel für eine solche Praxis wäre zum Beispiel Eigentum. Also Dinge, die man im Rahmen der sozialen Praxis Eigentum tun darf oder nicht tun darf. Und zum Teil sind es natürlich Züge des Rechteinhabers, also des Besitzers in dem Fall, und zum Teil sind es Züge der anderen Mitspieler. Die zweite These ist, dass eine solche soziale Praxis definiert werden kann als ein weit geteiltes Spiel, das ein Telos hat. Also Praktiken wie die des Eigentums oder auch des Versprechens oder des Heiratens oder alle möglichen Beispiele, die man da anführen könnte, dienen der Verwirklichung irgendeines Gutes. Und zu einem gewissen Grad legt dieses Ziel auch die Spielregeln fest. Natürlich normalerweise nicht eindeutig, also normalerweise gibt es eine Reihe von möglichen Praktiken, die man zu der Verwirklichung installieren kann, aber es steckt so einen gewissen Bereich ab, Dingen, die Teil des Spiels sein können und Dingen, die außerhalb davon liegen. Bei manchen dieser Spiele ist die Teilnahme freiwillig und man kann seine Zustimmung geben, also beim Heiraten zum Beispiel ist das der Fall. Aber bei anderen Praktiken ist das eben nicht so, zum Beispiel beim Eigentum. Wenn jetzt ein Einbrecher von der Polizei erwischt wird, dann kann er nicht sagen: Herr Wachtmeister, ich habe nie meine Teilnahme hier erklärt. Ich möchte eigentlich nicht gezwungen werden, an dieser Praxis teilzunehmen oder so. Und ich finde, das sollte eigentlich auf Freiwilligkeit beruhen. Also es gibt Praktiken, bei denen man teilnehmen muss, egal ob man möchte oder nicht. Das ist die Theorie, die ich in die folgenden, die ich aus den folgenden drei Aufsätzen herauslese: Regeln, Rechte und Versprechen, über die Grundlage staatlicher Autorität und warum Versprechen binden. Und das ist, würde ich sagen, Enskems metaethische Grundansicht zur Frage, was sind Rechte und wie funktionieren Rechte. Enskems Hauptthema hier in ihrer Diskussion von Rechten ist, dass es da zwei unterschiedliche Arten von Modalität gibt, also von Möglichkeit und Notwendigkeit, die in diesem Bereich ineinandergreifen. Sie nennen das a crossing of two sorts of modals. Und zwar gibt es zum einen Notwendigkeit und Möglichkeit innerhalb der Praxis, innerhalb des Spiels. Und zum anderen gibt es die Notwendigkeit des Spiels an sich. Also es gibt praxisinterne Modalität und praxisinterne externe Modalität. Und beide zusammengenommen muss man verstehen, um zu verstehen, was ein Recht ist. Hier ist mal ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie wohnen dort in der linken Haushälfte und rechts wohnt Ihr Nachbar Adam und der hat diesen wunderbaren Baum, dessen Zweige auch in Ihrem Garten hängen und der im Herbst voll ist mit wunderbaren Früchten. Und Sie bekommen jetzt Besuch von Eva. Und Eva kommt aus einer Kultur, in der die Praxis des Privateigentums unbekannt ist. Und Sie müssen Ihrem Gast Eva jetzt erklären, dass diese Äpfel an dem Baum Adam gehören und was das heißt. Und Sie müssen das erklären, ohne auf Dinge wie
eben Eigentum gehören, hat ein Recht und so weiter Bezug zu nehmen. Und Lenzner fragt sich, was würden wir denn in so einem Fall sagen? Wie würden wir denn versuchen, sowas völlig grundlegend zu definieren, ohne auf diese ganzen Begriffe, die da ineinandergreifen, schon Bezug zu nehmen? Und sie sagt, na, im Regelfall würden wir die ganzen Modalausdrücke anführen, die mit diesem Recht zusammenhängen und die letztlich das Recht bilden. Also in dem Fall vielleicht Dinge wie, du kannst diese Äpfel nicht pflücken, also ein Verbot, ohne Adam zu fragen. Adam kann da Erlaubnis geben. Oder nur Adam darf diese Äpfel pflücken, weil es ein Privileg, das Adam hat. Oder wenn wir diese Äpfel essen, dann kann Adam verlangen, dass wir ihn entschädigen. Adam kann im Rahmen dieser sozialen Praxis uns Befehle geben und so weiter. Und Lenzkin sagt, was wir hier verwenden, das sind entweder Modalverben, sowas wie können, müssen, dürfen und so weiter, oder es sind einfach die Ausdrücke, es ist notwendig, es ist möglich, direkt. Und sie unterscheidet da zwei Kategorien. Es gibt sogenannte zwingende Modalausdrücke, forcing modals, und dann gibt es Modalausdrücke, die Handlungen unterbinden, stopping modals. Und Enskins erster Schritt, ihre erste Idee ist jetzt folgende. Wenn wir eine vollständige Liste dieser Sätze machen könnten, von Dingen, die Adam tun darf, die andere nicht tun dürfen und so weiter, dann wäre das eine extensionale Definition von Adams Eigentum an seinen Äpfeln. Also das wäre eine Möglichkeit, darzulegen, was dieses Recht ist. Wenn wir eine solche Liste machen, was wir dann eigentlich tun, ist natürlich, wir erklären, worin dieses Recht jetzt praktisch besteht. Was wir nicht erklären, ist natürlich, was das Recht eigentlich, was dieses gründet. Und Enskin sagt, wenn wir erklären wollen, was ein Recht ist, was wir dann erklären müssen im Grunde, ist eine bestimmte Art von Notwendigkeit. Das ist vor allem in dem Aufsatz Regeln, Rechte und Versprechen. Hier sind mal zwei Zitate. Sie sagt, wenn man sagt, das kannst du nicht anziehen und damit nicht meint, dass der Betreffende zu dick ist, um hineinzupassen, dann verwendet man das, was ich einen unterbindenden Modalausdruck nenne. Es geht also um Fälle, in denen man gesagt bekommt, dass man irgendetwas nicht tun könne und es doch in einem anderen Sinne sehr wohl tun kann. Also es gibt da ein normatives Können. Es gibt irgendeinen Maßstab, nach dem es ist, diese Sache zu tun. In dem Fall ist es vielleicht ein ästhetischer, also das Kleidungsstück steht dem Treffenden überhaupt nicht. Oder vielleicht ist es auch, es könnte auch ein ganz anderer Maßstab sein. Also vielleicht geht es zum Beispiel um Pietät, vielleicht gehen Enskin und diese Person auf eine Beerdigung und es wäre einfach unangemessen, dieses Kleidungsstück zu tragen oder so. Also es gibt irgendeine Norm, gemessen an der dieses Verhalten nicht geht. Und dann gibt es aber einen anderen Sinn, in dem man das Ganze natürlich sehr wohl tun kann. Also zum Beispiel in einem physischen Sinn. Und manchmal tut man diese Dinge dann ja auch. Und Enskin sagt, das, was wir erklären müssen, ist dieses normative Nicht-Können und Müssen und so weiter. Also gibt da eine gewisse Art von Notwendigkeit und die Frage ist, woher kommt diese Notwendigkeit? Wie ist sie zu beschreiben? Worin besteht die und worauf begründet die sich? Und ihre Grundidee hier ist, das ist die soziale Praxis im Hintergrund, die die Notwendigkeit erzeugt. Und zwar denkt Enskin, zumindest so wie ich sie lese, dass das Ganze wirklich völlig parallel zu dem funktioniert, was man im Alltagsgebrauch mit Spiel meint. Also innerhalb des Spiels Schach, nicht mit dem König quer übers Feld ziehen. Das ist normativ nicht möglich, die Regeln verbieten es. Aber physisch kann man das sehr wohl. Und genauso kann man innerhalb des Spiels Eigentum nicht die Äpfel des Nachbarn nehmen. Aber physisch kann man das natürlich sehr wohl. Jetzt kann man sich an der Stelle fragen, was begründet denn diese Art von Modalität hier letztendlich? Also
Man kann Enskin diesen ersten Schritt zugestehen und sich denken, schön und gut, also klar, wir haben da so ein Spiel mit Spielregeln und innerhalb des Spiels ist eben das geboten und das ist verboten und das ist erlaubt und so weiter. Aber wieso sollte ich denn bei dieser ganzen Sache jetzt grundsätzlich mitmachen? Bei Dingen wie Schach oder so habe ich mich ja freiwillig dafür entschieden und das hat auch keine großen Auswirkungen auf mein restliches Leben. Aber bei Dingen wie Eigentum zum Beispiel kann man das ja durchaus kritisch sehen. Also man kann ja durchaus denken, das ist eine Praxis, die wir überhaupt nicht haben sollten. Oder es ist eine Praxis, die wir haben sollten, aber wir sollten eine haben, die ganz anders ist als unsere gegenwärtige Praxis und Dinge. Also nachdem man sich nach diesem ersten Schritt der Modalität innerhalb der Praxis fragt sich natürlich, was begründet denn die Praxis an sich und warum muss ich denn da mitmachen? Also warum kann ich denn nicht zum Beispiel zum Einwohnermeldeamt gehen und mich von der Praxis des Eigentums, von der Teilnahme da befreien lassen? Das scheint ja eigentlich irgendwie so eine Form von unbegründetem Zwang zu sein, dass ich da bei dieser Sache mitmachen muss, wo ich überhaupt nie zugestimmt habe und die für mich selber vielleicht sogar nachteilig ist. Und Enskims Ansicht hier ist folgende, also falls eine Praxis notwendig ist, dann liegt es an dem Ziel der Praxis. Also es gibt die Notwendigkeit in dem Spiel, sobald die Spielregeln so und so festgelegt sind, muss man eben das machen, wenn da vorher das passiert ist und so weiter und so weiter. Und dann fragt sich natürlich, warum überhaupt das Spiel und warum genau das Spiel mit diesen Regeln und nicht mit anderen Regeln. Und diese Regeln bestimmen sich eben durch das Ziel des Spiels. Und wodurch bestimmt sich das Ziel des Spiels? Na, das bestimmt sich nicht immer, aber eben in Fällen von notwendigen Praktiken durch menschliche Bedürfnisse. Das wird von Philippa Wood in Die Natur des Guten dann im Detail ausgearbeitet. Sie nennt es aristotelische Notwendigkeit und damit bezieht sie sich auf Enskin. In diesen drei Aufsätzen, die ich da zitiert habe, da zitiert Enskin immer wieder eine Stelle aus Buch Delta der Metaphysik. Und sagt, Aristoteles machte hierzu die wenig beachtete Bemerkung, dass notwendig in einer seiner Bedeutungen heißt, das ohne welches irgendein Gut nicht verwirklicht oder irgendein Übel nicht verhindert werden kann. Das ist also die Art von Notwendigkeit, die eine Praxis begründet, falls sie denn begründet. Also zum Beispiel könnte es sein, ein Beispiel, also muss jetzt nicht, sich nicht entscheiden, ob das für diese Praxis jetzt de facto der Fall ist oder nicht. Es könnte notwendig sein für den Menschen, eine Praxis, irgendeine oder innerhalb eines gewissen Variabilitätsranges eine von den möglichen Praktiken des Privateigentums einzuführen. Das wäre dann eine aristotelische Notwendigkeit oder auch eine Naturnotwendigkeit. David Hume denkt das zum Beispiel und Enskim ist an der Stelle auch direkt von Hume beeinflusst. Also Hume sagt in Buch 3 des Traktats über die menschliche Natur, also da bespricht er ja Versprechen und Eigentum und alle möglichen anderen sozialen Praktiken, er nennt das Konventionen, aber das entspricht im Grunde genau dem Enskimschen Praxisbegriff und er sagt dort, der Mensch hat Vorteile davon, in größeren Gruppen zu leben, also Arbeitsteilung und größere Produktivität und so weiter und angesichts dessen, wie der Mensch so ist, dass er eben alle möglichen materiellen Dinge haben will, ist dieses Zusammenleben in größeren Gruppen aber nur möglich, wenn man bestimmte Regeln dafür festlegt, wem da was gehört. Hume meint, in einer kleinen Gruppe, so ein Freundes- oder Familienkreis, kann das informell funktionieren, aber wenn man größere Einheiten bilden will, vor allem politische Einheiten, dann braucht man Festlegungen hinsichtlich dieser Sache. Also für Hume ist das eine Voraussetzung dafür, dass der Mensch den Naturzustand verlassen kann, eine politische Gemeinschaft bilden kann, dass er diese Konvention des Eigentums einführt. Und Enskin, also bespricht jetzt das Thema Eigentum nicht, aber hat dieselbe Vorstellung von Praktiken. Das ist irgendwas, was der Mensch einführen muss. Also natürlich gibt es auch Praktiken, die optional sind, aber grundsätzlich, was der Mensch einführen muss, und es gehört auch zur Natur des Menschen, solche Dinge einzuführen, um auf eine gewisse Art und Weise, nämlich letztlich menschlich, leben zu können. Und das ist eben Naturnotwendigkeit. Und innerhalb dieser Praxis ist es dann notwendig, dass zum Beispiel der Besuch eben nicht die Äpfel des Nachbarn pflückt. Und das ist eine konventionelle Notwendigkeit. Also das erste ist naturbestimmt, das zweite ist sozial erzeugt. Das heißt, die Theorie, so wie ich sie interpretiere, ist im Grunde eine Mischung aus aristotelischem Naturalismus und sozialem Konstruktivismus.
Also man hat die Begründung des Rechts des Einzelnen, des Rechts, das Adam an seinen Äpfeln hat. Und das ist sozial gemacht. Und man hat die Begründung dieser Praxis des Eigentums und die ist naturbegründet. Eine Sache, auf die ich hinweisen will, bevor wir weitergehen, ist, das wird oft missverstanden. Oft ist die Annahme, dass diese zwei Arten von Modalität, also dieser aristotelische Naturalismus und diese soziale Konstruktion, dass die letztere quasi auf der ersteren aufbaut. Also oft wird das so missverstanden, dass das, was innerhalb dieses Spiels an Rechten vorgeschrieben ist, begründet ist durch das Ziel des Spieles insgesamt, dass der einzelne Spielzug diese konventionelle Notwendigkeit im Spiel durch die Naturnotwendigkeit letztlich bestimmt wird. Aber das wäre eine Fehlinterpretation. Das heißt wirklich, wenn man das so liest, dann interpretiert man Enskine wirklich als Regelkonsequenzialistin. In der Philosophie ist mir auch so ein bisschen unklar, warum immer so viele Leute das so lesen, denn es gibt ja schon aus den 50er Jahren diesen berühmten Aufsatz von Rawls, wo er ganz klar zeigt, dass man den Zug im Spiel nicht durch den Zweck des Spiels insgesamt begründen kann. Hier ist mal ein Beispiel. Also nehmen wir an, ich spiele Poker mit dem Telos, Geld zu verdienen. Und dann ist irgendwann eben die Runde an mir und ich muss zum Beispiel mein Blatt aufdecken. Und das ist eben eine Notwendigkeit innerhalb des Spiels. Also ich muss an der Stelle bin ich am Zug und ich muss die Karten auf den Tisch legen. Dann kann ich an der Stelle nicht sagen, nee, ich decke jetzt aber nicht auf, denn mein Ziel bei der Teilnahme an diesem Spiel ist ja Geld zu verdienen. Wenn ich jetzt aufdecke, dann verliere ich. Also man kann nicht einen Zug im Spiel mit dem Grund für das Spiel überhaupt begründen. Und ebenso gilt, wenn die Besucherin diese Äpfel nicht pflücken darf, dann ist das deshalb, weil die den Nachbarn gehören, Punkt. Also sie darf so und so nicht, weil die Äpfel den Nachbarn gehören. Und dann darf man nicht noch anfügen, und das ist innerhalb der Praxis des Privateigentums, und die Praxis des Privateigentums begründet sich und dann zum Beispiel Privateigentum haben müssen. Also manchmal wird zum Beispiel, was Enskine zu versprechen sagt, so gelesen, dass also innerhalb der Praxis des Versprechens ist irgendwas vorgeschrieben. Und diese Praxis, die hat einen bestimmten sozialen Zweck. Und aufgrund dieses Zweckes muss ich dann tun, was ich im Einzelfall versprochen habe. Also ich muss quasi die Praxis des Versprechens unterstützen, in demselben Sinne, wie ich irgendwie, ich weiß nicht, Brot für die Welt unterstütze oder so. Also so eine wichtige soziale Einrichtung ist. Aber das ist einfach wirklich ein metaphysisches Missverständnis. Also, Enskine ist ganz explizit in der Hinsicht, dass sie sagt, es gibt ein Naturphänomen, das man entdecken, für das man sich einen Namen ausdenken kann, wie das etwa ein Taxonom macht, der so eine neue Spezies entdeckt hat oder so. In dieser Hinsicht verhalten sich Rechte wie Regeln oder wie Versprechen. In allen drei Fällen stößt man auf jene natürliche Unverstehbarkeit, natural unintelligibility, die Hume beim Versprechen festzustellen meinte. Jetzt ist es so, dass wenn man diese Ansicht hinsichtlich von Rechten vertritt, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, was macht man denn mit Grundrechten? Also zum Beispiel mit dem Recht auf Leben oder was, wie ernst genug ausdrückt, dem Recht nicht ermordet zu werden. Also ein Recht auf Leben würde noch weiteres beinhalten. Es geht darum, nicht ermordet zu werden. Man könnte denken, vielleicht sortiert Enskine das in eine andere metaphysische Kategorie ein, dass man darüber vielleicht gar nicht im Sinne von Rechten oder so nachdenken sollte, aber das ist nicht der Fall. Also sie sagt zum Beispiel, wer ermordet wird, dem geschieht ein Unrecht. Und ein Unrecht ist nichts anderes als die Verletzung eines Rechtes, das man hat. Also das ist, was wir unter Grundrechten normalerweise zusammenfassen würden, das sind auch Rechte im Enskine'schen Sinne. Und es scheinen sich jetzt hier einige Probleme zu ergeben. Also zum einen ein metaphysisches Problem. Es scheint so zu sein, wenn man
dieser Rechte, zumindest auf den ersten Blick, keine offensichtliche dazugehörige Praxis. Bei Eigentum ist das ja sehr plausibel. Ich würde sagen, das ist selbst viel plausibel, die Enskens Ansichten insgesamt nicht teilen. Dass Enskens Eigentum so eine soziale Einrichtung ist, die in verschiedenen Gesellschaften auch unterschiedlich aussehen kann, dann hat man tatsächlich auch in einem moralischen Sinne in diesen unterschiedlichen Gesellschaften unterschiedliche Rechte. Aber beim Recht auf Leben zum Beispiel ist sehr unklar, was denn da die dazugehörige Praxis wäre, innerhalb derer ich nicht ermordet werden darf. Und das zweite ist ein epistemisches Problem. Also es scheint so zu sein, dass wir uns oft des einzelnen Rechtes viel sicherer sind. Also wir sind uns zum Beispiel sicher, dass die Äpfel den Nachbarn gehören und dass es irgendwie unfair wäre, sie zu pflücken, als der richtigen Beschreibung der Praxis im Hintergrund. Also wir alle respektieren Eigentumsrechte im Alltag zum Beispiel. Aber es ist wirklich schwer, philosophisch festzustellen, was eigentlich die richtige Begründung dieser Praxis wäre. Also es ist zum Beispiel Hume, der da jetzt Recht hat. Es gibt also ein Gewissheitsgefälle, wie Wittgenstein sagen würde. Und unter anderem das, denke ich, führt auch dazu, dass die meisten Philosophen eben Menschenrechte und solche Dinge als Naturrechte betrachten wollen. Hier ist mal ein kurzes Zitat von Tassiolas in so einem Überblicksartikel, das jetzt immer nur der, was ja keine Forschungsartikel sind, sondern immer nur der gegenwärtige Stand der Forschung zu dem Thema. Und es ist also ein Artikel zu Menschenrechten. Und Tassiolas sagt, die orthodoxe Ansicht zu dem Thema, die traditionelle und auch im Moment am weitesten vertretene ist, dass Grundrechte Naturrechte sind. Ja, wie sieht das jetzt aus bei uns? Also, ich glaube, dass man da zwei Dinge unterscheiden muss. Ich lese sie so, dass das Recht auf Leben sich von anderen Grundrechten unterscheidet. Eventuell gilt dasselbe auch für Menschenwürde. Sie zitiert, dass sie bespricht das an einigen Stellen. Ich glaube, dass das Recht auf Leben bei Enskine wirklich eine dialektische Sonderstellung einnimmt. Dass es im Rahmen dieser Theorie eine transzendentale Funktion hat. Das ist das, worauf am Ende die ganze Theorie begründet wird und was deshalb innerhalb dieser Theorie auch nicht weiter begründbar ist. Und für die anderen Grundrechte denke ich, dass sie sagen muss, dass es da eine dazugehörige Praxis gibt. Also sie hat diese Themen nicht detailliert besprochen, es gibt keinen Aufsatz von Enskens zu Eigentum. Aber es ist das, was aus der Theorie letztlich folgen muss. Und zwar werde ich jetzt zunächst den letzten Punkt kurz besprechen, relativ kurz, also andere Grundrechte, denn ich habe zu dem Thema zwei Aufsätze veröffentlicht. Also das, was ich Ihnen hauptsächlich vorstellen möchte, jetzt meine neuere Forschung zum Thema, wo es eben um das Recht auf Leben speziell geht. Und zwar denke ich, dass man Enskens zu anderen Grundrechten wie Recht auf freie Religionsausübung und solche Dinge oder Recht auf Gesundheitsvorsorge oder was man sich da alles überlegen kann oder was in der UN-Charta alles drinsteht, dass ihre Ansichten folgendermaßen sind. Wie gesagt, stellen eben für den Menschen Güter dar und welche das sind, bestimmt die Menschen. Und manchmal machen es Güter notwendig, eine Praxis zu installieren. Also vielleicht hat Jung da recht, dass wir für Sicherheit oder überhaupt politische Gemeinschaft und solche Dinge Eigentum brauchen. Und innerhalb einer solchen Praxis gibt es dann eben die entsprechenden Rechte. Und jetzt ist es so, wir können einige solcher Rechte unter der Bezeichnung Grundrechte zusammenfassen. Und ich glaube, das wären eigentlich eben Rechte, die innerhalb von verschiedenen Praktiken zugestanden werden. Es gibt da die Eigentumspraxis und die Versprechenspraxis und die Heiratspraxis und die, also ich weiß nicht, die Bestimmung der politischen Autorität durch gewisse Prozeduren und alle solche Dinge, also alle möglichen Praktiken. Und innerhalb von denen werden Rechte vergeben und man kann die unter dieser Überbezeichnung Grundrechte quasi so in eine Gruppe einsortieren. Aber diese Rechte funktionieren nicht anders nach Enskens und unterscheiden sich metaphysisch nicht von weniger wichtigen Rechten. Und zwar auch von völlig trivialen Rechten, wie zum Beispiel dem Recht des Schachspielers jetzt zu ziehen. Beim Leben ist es anders. Das Brot gilt allgemein als wichtiger Quell von Rechten. Aber was zuerst kommt, ist das Verbot. Und dann kommt das Recht.
Das Verbot ist so grundlegend, dass es schwierig ist zu begründen, warum Mord intrinsisch falsch ist. Das ist in dem Aufsatz Murder and the Immorality of Euthanasia. Und es stimmt ja auch, was sie da sagt. Also wenn jemand sich wirklich ernsthaft die Frage stellt, warum Mord schlecht ist oder verboten ist oder so, dann würde man fragen, was ist demjenigen denn jetzt so gewiss, dass ich mich darauf beziehen könnte, um das zur Begründung heranzuziehen, um ihn zu überzeugen. Warum? Nasken denkt, jemanden zu ermorden heißt, jenes Wesen zu zerstören, das die Grundlage moralischer Überlegungen ist. Das also der Ausgangspunkt dieser Art von Denken ist, die man zur Begründung da heranziehen müsste. Und zwar scheint sie sich das wirklich so vorzustellen im Sinne eines Ursprungs des moralischen Koordinatensystems. Sie sagt über die Grundlage staatlicher Autorität, folgende Überlegung hat in diesem Zusammenhang in etwa den Status eines absoluten Nullpunktes oder der Lichtgeschwindigkeit in der Physik. Es kann unmöglich eine Ausübung staatlicher Autorität darstellen, vorsätzlich unschuldige Bürger zu töten oder zu verstümmeln. Also der Staat hat Autorität in dem Sinne von, er hat das Recht, Gewalt anzuordnen. Und dann ist natürlich die Frage der politischen Philosophie, worauf gründet denn dieses Recht, das ja extrem ist. Und Anscombes Ansicht ist, naja, das gründet sich auf eine Aufgabe, deren Erfüllung eine allgemeine Notwendigkeit darstellt. Und wenn man jetzt aber jemanden auf eine Weise behandelt, die ihn aus der Gruppe derjenigen ausschließt, für die man diese Aufgabe erfüllt, dann schließt man ihn eben auch aus der Gruppe derjenigen aus, gegenüber denen man das Recht hat, das zu tun. Also der Staat darf Gewalt ausüben, weil er diese Aufgabe erfüllen muss, aber wenn er sie für bestimmte Bürger nicht mehr erfüllt, dann verliert er damit auch dieses Gewaltmandat. Und ich glaube, dass sie das für Leben und Moralphilosophie im Grunde ähnlich sieht. Also wir haben diese ganzen moralischen Vorschriften, was man irgendwie tun soll und lassen soll und so weiter. Und wenn man jetzt diesen Grundbezugspunkt aufgibt, das gründet sich am Ende alles auf das Gedeihen des Individuums als generischen Menschen gedacht. Und wenn man das aufgibt, dann ist unklar, warum der ganze Rest überhaupt noch gelten sollte. In dem Aufsatz die Moralphilosophie der Moderne da, vor allem gegen den Konsequenzialismus und nach diesem ganzen Konsequenzialismus-Bashing gibt es am Ende noch diesen Satz, wo sie sagt, der Konsequenzialist, der zeigt einen korrupten Geist. Und wenn man das so könnte man denken, das ist irgendwie, ich weiß nicht, so eine Beschimpfung irgendwie, am Ende noch so, das ist ein gültiges Urteil. Aber ich glaube, dass es wirklich im Wortsinne von korrumpere gemeint ist, also von zerstören besprechen. Und zwar glaube ich, dass Anscombe denkt, dass wer die Leben einzelner gegeneinander aufrechnet, der übersieht, dass am Gedeihen des Individuums letztlich jede ethische Begründung hängt. Dass unklar ist, warum der ganze gelten soll, wenn man das aufgegeben hat. Und Anscombe folgt natürlich Keach in ihrer Analyse von Gut, also für sie bedeutet Gut entweder Gut für oder Gut seiner Art nach. Es gibt kein Gut im moorschen Sinne irgendwie als Natureigenschaft oder so. Und zumindest innerhalb des Neo-Aristotelismus, aber Anscombe scheint irgendwie zu denken, vielleicht innerhalb jeder teleologischen Ethik ist der Maßstab von Verhalten die Letztbegründung für alle Vorschriften, das, was für den Einzelnen gut ist. Das, womit der Einzelne als Mensch gut lebt. Und wenn das aufgegeben wird, dann fällt einfach die ganze Konstruktion in sich zusammen. Also hier nochmal als Zusammenfassung. Ich lese Anscombe so, dass alle und konventionell heißt in dem Zusammenhang, dass sie innerhalb von sozialen Praktiken existieren. Es gibt kein Recht ohne eine dazugehörige Praxis. Das wäre wie ein Spielzug ohne ein dazugehöriges Spiel. Und es gibt eine praxisinterne Notwendigkeit hier. Also die Praxis erzeugt jene Notwendigkeit, die den Rechten eigen ist. Und wir können in einem gewissen Sinne Grundrechte zusammenfassen, aber was wir da machen, ist einfach, wir nehmen Rechte, die innerhalb von verschiedenen Praktiken existieren. Und das sind wahrscheinlich Praktiken, die der Verwirklichung fundamentaler Güter dienen. Und wir fassen die unter diesem Sammelbegriff zusammen. Aber das ist nicht so, dass diese Klasse von Rechten sich aus der Natur ableitet oder dass die irgendwie
metaphysisch sich von allen anderen unterscheiden oder alle innerhalb von einer Praxis zugestanden werden oder sowas. Das Recht, ermordet zu werden, fällt in der Theorie eine dialektische Sonderstellung ein. Und zwar deshalb, weil am Wert des Gedeihens Einzelnen letztlich Enskens ganze Moralphilosophie hängt. Und dadurch kann dieses Recht am Ende nicht selbst begründet werden durch weitere Güter oder sowas. Ja, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.